Alter, was geht ab, Leute? Hier? Noch mit einem Video zum Super C-Day oder C-Day Wochenende? C-Wochenende, wohl eher. Wo ist die Neuigkeit? Bin, glaube ich, schon drüber. Die neueste Neuigkeit ist es. So, der fängt morgen an um 22 Uhr an. Ganzer Samstag, ganzer Sonntag und dann noch bis Montag 8 Uhr in der Früh. Was wird passieren? Alle C-Day Pokémon werden noch einmal kommen. Ihre speziellen Attacken. Und am Samstag von 11 bis 14 Uhr wird es Doppel-EP, Doppel-Sternstaub, halbe Kilometer für die Eier und 3 Stunden Lockmodule geben. Also ganz normaler C-Day plus das ganze Wochenende gibt es die Spawns. Wie krass die Spawns sein werden, wissen wir nicht. Also ich habe von vielen gehört, Hong, wie machen die das bloß? Wie können die 11 Pokémon gleichzeitig spawnen lassen? Leute, wenn ihr jetzt rausschaut in euer Spiel, es spawnen Pokémon von 4 verschiedenen Generationen. Da werden die das hinbekommen. Wobei es ist ein Tick, vielleicht auch nicht. Aber die werden schon hinbekommen, dass nur 11 Pokémon spawnen. Oder 11 Pokémon vermehrt. Also Leute tun so, als wäre das so eine krasse Anzahl an Pokémon. Wir hatten gerade ein Event. Und da sind auch verschiedene Pokémon vermehrt gespawnt. Unter anderem Schneckmark, Ammonitas, Kabuto, Magnetilo, Slimer, Anogryph. Das sind schon mal 7. Das ist beinahe schon der C-Day, Super C-Day. Also so schwer ist es gar nicht, so verrückt ist es gar nicht, dass 11 verschiedene Pokémon erhöht, vermehrt spawnen. Dementsprechend auch diese ganzen Theorien von euch, dass die das zeitlich aufteilen. Vollkommener Schmarrn. Die einzige Frage, die sich stellt, ist halt, wie hoch ist die Shiny-Chance? Ist es halt genauso krass wie am C-Day? Oder ist es halt geringer? Das kann ich euch nicht sagen. Das werden wir herausfinden. Spätestens dann direkt Freitagabend. Ich lasse mich überraschen, ich wäre nicht verwundert, wenn die Shiny-Chance genauso wäre. Wäre natürlich krass, weil in 3 Stunden, was macht man da? Wobei, ich habe auch schon mal nur 5 gefangen. Also 5 bis 15 in 3 Stunden. Also sagen wir 5, ja, Durchschnitt, sagen wir 3 pro Stunde. Das Event würde dann dauern 48 Stunden, 50 Stunden, 58 Stunden. Komische Zahl, aber 58 Stunden, aber keiner zockt die 58 Stunden durch. Mal 3. Also man könnte auf jeden Fall über 100 Shinies fangen. Ja, schauen wir mal, wie die Shiny-Rate sein wird. So, welche Pokémon gibt's? Und worauf fokussiere ich mich? Was rate ich euch? Was solltet ihr fangen? Was solltet ihr nicht fangen? Was solltet ihr entwickeln? Dies, das. So, wir gehen erstmal durch. Erstes C-Day-Pokémon. Das war ein Pikachu. Der bekommt die Attacke Surfer. Vollkommen irrelevant. Pikachu an sich auch vollkommen irrelevant. Wer noch einen Shiny Pikachu braucht, also ich persönlich brauche kein einziges von diesen Pokémon als Shiny. Mehr zu den Shinies später noch, da habe ich was anderes mir überlegt. Aber an sich, ich brauche persönlich kein einziges Shiny mehr. Wenn ihr von irgendeinem Pokémon ein Shiny noch braucht, dann müsst ihr natürlich diese Pokémon höher priorisieren. Aber an sich Pikachu, einziger Nutzen, Pikachu Medaille. Wer auf sowas steht, wer da so ein krasser Medaillenjäger ist und die versucht irgendwie künstlich hoch zu pushen, der kann die Pikachu jagen. Zweites Pokémon war Dratini. Dratini natürlich sehr begehrt. Auch da für die Medaillenjäger kann man die Drachenmedaille künstlich hochpushen. Ansonsten gute Gelegenheit, da die Bonbons zu sammeln. Aber ihr seht, ich habe sehr, sehr viele Bonbons. Ich persönlich bin an Dratini nur interessiert, weil ich noch ein Glücks-Dratini brauche. Also sprich, ich selber brauche eigentlich gar kein Dratini mehr. Und Vorsicht, also er bekommt die Attacke Drachenmeteor und die ist schlechter als Wutanfall, glaube ich, heißt die Attacke Outrage. Sprich, wenn ihr nicht irgendwie für einen Sammlerwert Drachenmeteor erlernen wollt, sondern das bestmögliche Dragon haben möchtet und euch den TM sparen wollt, dann entwickelt es außerhalb des C-Days. Ich habe nur noch den. Können wir auch direkt entwickeln. Bisasam, solltet ihr auf jeden Fall während des Wochenendes entwickeln. Krasse Attacke, gutes Pokémon, wer Bonbons braucht, kann sich ein paar fangen, aber ansonsten das Entwickeln ist das Wichtigste bei Bisasam. Relativ selten, nicht wirklich, aber für manche. Dementsprechend fangt so viele, damit ihr einen entwickeln könnt für den Pokédex. Gibt es immer noch Leute, denen das fehlt. Ansonsten, ich persönlich brauche einen für Glücks. Ich brauche noch einen Glücks-Voltilam. Attacke ist Drachenpuls. Verbessert jetzt Ampharos nicht. Also vollkommen irrelevant, außer wie gesagt für irgendwelche Sammler. Priorität sehr gering. Lurkanonade, sehr gute Attacke für Glurak. Auf jeden Fall während des Wochenendes entwickeln. Abgesehen davon, ja, ich weiß nicht, es gab eigentlich schon viele Events. Wenn ihr Bonbons braucht, fangt ein paar.
abgesehen davon, fangtechnisch Priorität gering, entwicklungstechnisch auf jeden Fall während des Wochenendes. So, danach kam, glaube ich, auch schon Lavita. Ja, was soll ich euch da sagen? Priorität am höchsten, Lavita relativ selten. Schnappt euch die Bonbons, man kann eigentlich nie genug haben. Ihr wollt nicht unbedingt 12, aber man könnte 12 Despoter maxen, also 6 mit Stein, also Katapult und Steinkante und 6 mit Bissknirscher. Wobei ich aber gehört habe, dass Despoter abgelöst wird als Stein, als bester Steinangreifer. Und Nibuda ihn eigentlich als Unlicht abgelöst hat, aber die zwei kann man nicht unbedingt vergleichen. Der eine ist, er hat mehr KP, hält mehr aus. Nibuda haut mehr rein, ist schneller, aber hält aber nicht so viel aus. Dementsprechend kann man sich immer noch Unlicht Despoter machen. Und Unlicht Despoter kann man sich immer außerhalb des Events machen. Während des Wochenendes könnt ihr euch Katapult Despoter machen. Und die Sache ist, ich weiß nicht, wann das Pokémon kommt, das ihn ablöst. Ich habe auch vergessen, wie das Pokémon heißt. Aber ihr könntet euch auch ganz, ganz viele Despoter machen mit Katapult und die dann tauschen. Also die haben schon sogar einen hohen Tauschwert. Falls es irgendwie Leute gibt, die den Super Seed Day verpasst haben und den normalen Seed Day mit Lavita. Shigi, was gibt's da zu sagen? Turtok sucked. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Wenn ihr einen Shiny braucht, fangt den. Ansonsten, ja, Attacke irrelevant, Turtok irrelevant. Ihr seht, ich habe ein paar Glücks. Ich brauche noch mehr, weil Evoli ist halt so. Es gibt einen Namenstrick meistens, den werde ich aber verwenden für 100er. Da muss ich natürlich noch einen Shiny entwickeln jeweils. Habe ich aber schon. Ich meine jetzt von den neuen. Und dann nochmal eins auf Lucky. Und die Chancen sind ja nicht so hoch danach, weil man es nicht mehr garantieren kann. Dementsprechend brauche ich so viele Lucky wie möglich, damit ich da, falls die Versuche fehlschlagen, ja, es so lange versuchen kann, bis ich dann von jedem einen Lucky habe. Unter anderem fehlt mir jetzt zum Beispiel, ich habe 2 entwickelt. Ein Flamag, ein Blitzer bekommen. Jetzt habe ich noch 3. Und ich brauche noch einen Aquana. Ist aber nicht garantiert, dass ich bei den 3 einen Aquana bekomme. Dementsprechend brauche ich so viele Glücks-Evoli, wie es nur geht. Die Evoli-Entwicklungen bekommen Zuflucht als Attacke während des Wochenendes. Das ist nicht so toll. Also nicht während des Wochenendes entwickeln. Außer wie gesagt, wenn ihr irgendwie einen Sammlerwert haben wollt für diese Evoli-Entwicklungen. Bonbon-technisch glaube ich relativ irrelevant. Zumindest für mich, weil Evoli so viele tauchen eigentlich immer und überall auf. Danach kam Chikorita. Lernt zwar auch die Klasse Pflanzenattacke, aber Bisasflor 1000-mal besser. Abgesehen davon, ja, mehr habe ich zu ihr nicht zu sagen. Natürlich auch sehr gut, auch relativ selten. Bonbons kann man gebrauchen. Gute Attacke, also unbedingt während des Wochenendes entwickeln. Bekommt eine bessere Stahlattacke. Und ja, auch sehr hohe Priorität. Gutes Pokémon, gute Attacke, relativ selten. Schnappt euch ein paar. Auch Erklick Dual Kanonade, was ihn besser macht, könnt ihr auf jeden Fall entwickeln, wenn ihr ein paar braucht. Aber Glurak besser. Er ist sogar, wobei er ist eigentlich ziemlich schlecht, Tornopto. Er war nicht mal Platz 5, er war schlechter als Flamaga, schlechter als Logok, schlechter als Glurak. Platz 6 war er. 6, ja. Ja, nicht unbedingt. Und ich glaube, das war's auch schon. Nummer 12, gab ja Theorien. Viele wollten Trassler sehen, Bummels, Knackleon und wie heißt der andere, Kindwurm. Aber es wurde der Super C-Day oder Super Weekend. Wie gesagt, meine Prioritäten auf jeden Fall Lavita. Da werde ich mir jetzt paar, ich kann es euch mal zeigen. Ich habe den 96er, den werde ich auf jeden Fall entwickeln. Wahrscheinlich die 293er und dann habe ich noch den 98er aus der Quest nach dem C-Day erst gefangen. Jetzt kann ich den auch noch entwickeln und dann habe ich ein paar Despoter mit Steinkante und Katapult, die ich dann zumindest einen auf jeden Fall mal endlich maxen werde. Ich habe immer noch keinen meiner Stein-Stein-Despoter gemaxt. Dann, wie gesagt, Voltilam und Dratini für Glücks. Dratini für die Drachenmedaille und Pikachu werde ich auch auf jeden Fall ein paar fangen. Einfach für die Medaille, um die zu boosten. Tarnel, eigentlich krass, aber ich brauche eigentlich keinen mehr. Ich habe genug Bonbons, ich habe 2 gute, ja. Tarnel, eigentlich krasses Pokémon, aber bei mir nicht so hoch an Priorität. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Nach was sucht ihr so? Was jagt ihr so? Dann hatte ich noch eine kleine Challenge im Kopf. Ja, ihr kennt ja meine Challenge gegen Spielertrend, der zuerst Level 40 wurde. Und dann meine zweite Challenge gegen Julian, der IV-Battle. Alter, ich werde beinahe jeden Tag nach dem IV-Battle gefragt. Wann kommt der nächste Teil? Die Antwort ist nie. Aber es wird auf jeden Fall eigentlich Zeit für eine neue Challenge. Ich habe eigentlich sogar einen perfekten Kandidaten gefunden. Ich habe einen Fehler gemacht.
Das war echt ein großer Fehler von uns. Ich bin so abgehoben. Ich habe ihn formell herausgefordert gefragt. Ich habe ihm eine professionelle Nachricht auf Instagram geschickt. Im Nachhinein denke ich mir so, Digga, was ist mit mir passiert? Früher war ich so richtig wild und jung. Und ich habe einfach die Großen herausgefordert. Spiele Trend, Julian und so. Mit meinen nicht vorhandenen Abos. Wir haben jetzt auch nicht viel, aber damals waren wir richtig frech. Und ich denke mir so, hey, Digga, das war richtig fair, ihn so formell herauszufordern. Erstmal hat er richtig spät geantwortet, 2-3 Tage, nachdem ich einem Kollegen geschrieben habe, der ihn auch kennt, dass er ihm mal sagen soll, hey, er hat eine Nachricht von mir. Anstatt ihn einfach direkt herauszufordern, wie damals. Ja, und natürlich hat er abgelehnt. Er hat uns einen Korb gegeben. Und jetzt im Nachhinein kann ich natürlich kein Ansagevideo gegen ihn machen, weil, ja, Chance verpasst. Echt schade, weil vom Timing her, das war echt eine geniale Idee von mir. Und zwar war es so, ihr wisst ja, gegen Spieltrend, das war genau, wir beide wurden genau zur selben Zeit Level 39. Bam, Herausforderung. Kam einfach natürlich. Julian, IV Battle. Er hat ein Video hochgeladen, wo er gesteht, dass er Scanner benutzt. Bam, IV Battle. Und jetzt, also der Gegner war jemand, dessen Buchstaben sich aus Rezo ergeben. Ich schaue so in seinen Stream, er spielt auch Let's Go und er quatscht so und fragt die Zuschauer, ob das Meltdown-Event noch läuft, weil er noch auf der Suche nach einem Shiny Magnetilo ist. Und ich so, bam, direkt bei mir im Kopf der Schalter, hey, Shiny Challenge, Battle, wer zuerst ein Shiny Magnetilo bekommt. Und dann wollte ich ihm schreiben, genau in dem Moment, wo ich ihm schreiben wollte, Super C-Day wird angekündigt. Alles nochmal, alle C-Days, alle Shinies, noch einmal. Ich denke mir so, hey, genau wie bei Spieletrend, der perfekte Zeitpunkt, wo wir beide 39 waren, genau wie bei Julian, der perfekte Zeitpunkt, wo er das mit den Maps zugegeben hat, genau da schickt mir Niantic das perfekte Spielfeld für die nächste Challenge. Es war nämlich eine Shiny Challenge. Let's Go Evoli Pikachu momentan nur Shiny Hype, dieses ganze Shiny Gehante. Und dann zieht es natürlich die Shinies. Das hat so perfekt wie die Faust aufs Auge gepasst. Und dann auch noch der Super C-Day von Niantic. Da dachte ich mir, hey, fordere ich ihn heraus, wer an dem Wochenende mehr Shinies fängt. Ja, wie gesagt, er hat leider abgelehnt, aber ja, schade, das wäre sehr episch geworden. Wie gesagt, Niantic hat uns das Spielfeld vor die Füße gelegt. Aber naja, ich dachte mir, vielleicht können wir untereinander jetzt spielen. Ich werde am Ende noch ein Ausbeutevideo machen, wie viele Shinies ich dann gefangen habe. Und ihr könnt mir dazu eure Ausbeute schicken. Und die krassesten werde ich dann irgendwie featuren. Schickt sie mir auf Instagram, Facebook oder Twitter oder sowas. Also jetzt eine allgemeine Challenge. Wer von uns fängt die meisten Shinies an dem Wochenende? Bin gespannt auf eure Einsendungen. Aber das war's erstmal von mir, Leute. Ich habe jetzt echt lange geredet. Ich hoffe, das wird nicht zu lang. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Oh, vergesst nicht, Pokémon ist serious business.